kurze Pause und dann Alissa Junge. Alissa Jung, gleich in der Harald Schmidt Show. Hyper Charlotte und Ben. Wunderbare Kolleginnen, meine Damen und Herren, schon aus den glorreichen Zeiten bei Sat.1. Und in der Hektik habe ich gerade die Endsilbe des Namens etwas überbetont. Dadurch kam es fälschlicherweise falsch bei Ihnen zu Hause an. Ich habe den Namen korrekt gesagt. Ich habe es mitbekommen. Aber wenn der Beamer auf der Viererfrequenz zu weit hochgezogen wird, klingt es teilweise, als würde ich, wenn ich ein G sage, es für Sie wie G anhören. Wenn ich sage Jung, klingt es wie Junge. Das ist ein Problem. Es läuft aber eine Schadensersatzforderung gegen den Hersteller des Mischpults. Denn das passiert mir häufiger. Da rollen Knöpfe. Da. Hey, du bist doch heute in Form, oder? Ja, das ist... Mein lieber Mann, du, da das ist das rollen Knöpfe. Da schlägt ihm fast die Krone weg. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Alissa Jung. Entschuldige das nochmal, aber das war in der Hektik. Ich habe es gar nicht gehört. Ja, ja. Es war auch kaum zu hören, weil ich im letzten Moment merkte, okay, da ist wieder dieses technische Problem. Und dann habe ich versucht, noch das zu verschlucken, aber... Ich habe mich noch über Popcorn gefreut und habe es gar nicht mitbekommen. Popcorn ist schon sehr gut. Ja. Aber das stelle ich mir doch Wahnsinn vor. Also, das war ein Film über... Über die Maria. Das war Maria. Zum ersten Mal ein Film, nicht über Jesus, sondern über Maria. Über seine Mutter. Und ich war die Maria. Ja. Gab es auch einen Josef? Es gab auch einen Josef. Wo, aus welchem Land kam der? Italien. Ah, okay. Ist er das? Ja. Kann man das sagen? Er stand ja auch in der Zeitung. Also, ja. Wie so oft bei Dreh? Wie ständig. Wie die ständig Schauspieler bei Dreh. Sind ja ein schlimmes Pack. Man kennt es ja vom Traumschiff, oder? Am ersten Abend an Reling hörst du da schon... Da warst du mal, oder? Da war ich häufiger. Warst du da noch Nein, nicht? Nein, ich war da noch. Ja, wie kommt das denn? Hat Reimann noch nicht angerufen, Herr Kleine? Ja, wenn er das jetzt hier rief, ruft er gleich an. Ja. Hättest du Zeit? Muss ich mal in meinen Kalender gucken. Oder würde Traumschiff keinen Spaß machen? Ah, macht bestimmt Spaß. Ah, ist toll. Tolle Reisen. Fantastisch, ja wirklich. Indien. Indien, Sri Lanka, Bora Bora. Toll. Aber zurück zu Maria Maria. Und dann kam der Anruf aus dem Vatikan. Man möchte den Film gerne sehen? Also ich persönlich habe den Anruf nicht bekommen, ja? Aber ich bekam den Anruf, der Vatikan möchte den Film gern zeigen. Wahnsinn. Bitte komm doch nach Rom. Und dann seid ihr in den Vatikan rein? Ja. Mit der DVD? Ja. Man klingelt bei Papst. Papst? Ja. Einmal bei Benedikt musste man. Moment, klingeln. Ich komme runter. Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Ich muss mich gerade noch ansehen. Ja? Und dann sitzt man und man sitzt beim Flachbildschirm des Heiligen Vaters oder wie ist das? Na, vorher denkt man sich ja, mein Gott, jetzt gehe ich zum Papst, da muss ich mir auch was sagen. Aber letztendlich ist man dann doch eingeschüchtert und geht da in diese Hallen, die überall bemalt sind von weiß ich nicht welchen Künstlern und da war in solchen Hallen guckt der Papst Fernsehen? Anscheinend. Also da war eine Riesenleinwand und ein großer Stuhl, auf dem der kleine Mann dann saß. Ja. Und wir saßen alle im Hintergrund. Moment, kleiner Mann. Das klingt nach, also körperlich das kleine klingt Mann. Nach, das klingt nach Heidi Klum. Ja? nicht dieser. Der heilige Vater. Ein gebrechlicher Mann, der ja der jetzt... Der ehrwürdige Vater, ja. Der Neue guckt, glaube ich, gar nicht mehr. Dem ist das viel zu luxuriös. Der guckt auf Daumenkino. Ja. Der fährt auch das Papamobil selber. Wie lange dauerte der Film in der Version, wie ihr ihn mit dem Papst angeschaut habt? Die Papstversion war nur 70 Minuten. Eigentlich sind es ja zwei Teile über die junge und die alte Maria. Und da waren es jetzt nur 70 Minuten und es waren nur die Maria-Szenen. Ach, nur direkt. Die Maria-Szenen? Ja, das war nur die Maria. Und dann war der Film zu Ende und was passiert dann? Dann drehte er sich um und hielt eine Rede. Also er saß ja vor uns, wir haben sein Gesicht leider nicht gesehen. Ja. Und dann durfte man ihm die Hand geben, kurz. Also dann... Ja. Stand in einer Reihe und hat ihm die Hand geschüttelt und ich konnte gerade noch sagen Dankeschön und er sagte Danke für Ihre bewegende Darstellung und dann zog man mich schon so zur Seite. Ehrlich? Ja. Aber er hat gesagt Danke für die bewegende Darstellung. Ja. Ich habe Sie schon bei Sat.1 immer gern gesehen. Genau.
Gott sei Dank haben sie den blöden Schmidt rausgeschmissen. Den aber er war nicht. Doch bei dir in der Sendung, oder nicht? Hab ich der gesehen. Papst war bei mir in der Sendung. Ja. Wir waren eigentlich schon voll. Wir haben dann an dem Abend, glaube ich, Scooter ausgeladen. Aha. Ja. Und dann haben wir ihn reingenommen, ja. Aber er war gut. Ja. Ja, gut. Hätte 2, 3 Gags mehr abliefern können, aber insgesamt war okay. Ich war heute, als ich sozusagen mich in dein Leben, in dein junges, erfolgreiches Leben eingelesen habe, total begeistert, weil ich habe mit deinem Vater einen fröhlichen Abend verbracht und mit deiner Mutter in Leipzig. Dein Vater ist der Oberbürgermeister von Leipzig. Ja. Der auch die Wiederwahl gewonnen hat. Ja. Im Januar. Ja. Und wie lange ist er jetzt noch wieder Oberbürgermeister? Jetzt 7 Jahre. Sieben Jahre. Das ist ja ein langes Amt. Ja, und du hast wahnsinnig nette Eltern. Danke. Wahnsinnig nette Eltern. Ja. Unglaublich dynamisch mit meiner Mutter und so bis 4 Uhr morgens. Schorle. Ich musste dann Apfelsaftschorle sicherlich. Apfelsaftschorle. Ja. Ich musste dann ins Hotel und dein Vater zog noch weiter. Wohin denn? Es wurden Clubs genannt. Ja, es ist interessant, was man hier so hört. Also das weiß ich, das Leben meiner Eltern kenne ich nicht. Es ging noch irgendwo hin abrocken in was Ausgeflipptes oder so. Was Ausgeflipptes? Ja. Es war noch der Repräsentant einer großen süddeutschen Autofirma da. Ah, ja. Mit der, glaube ich, aktuellen Lebensgefährtin. Und noch ein Teil von einem ganz berühmten A Cappella-Ensemble. Ah, diese Leipziger, wie heißen sie? Ich komme nicht auf den Namen. Amakord, ein fantastisches A Cappella-Ensemble. Ja. Und die ging noch weiter. Und deine Mutter auch noch gut mit dabei. Ja, meine Mutter ist immer dabei. Aber wirklich, das war sehr, sehr nett. Und wie viele Kinder seid ihr? 4. In welcher Reihenfolge bist du? Ich bin die Älteste, dann kommt mein Bruder, ja? Der auch Schauspieler ist, der ein richtiger Schauspieler, Theaterschauspieler. Wo spielt ist. Der? Der hat gerade an der Ernst Busch abgeschlossen. Und echt? An diesem berühmten knüppelharten Ernst Busch? Ja, knüppelhart. Und hat er schon ein Engagement? Nee, das ist ja heutzutage nicht mehr so leicht. Es ist nicht so einfach. War wahrscheinlich nie leicht, keine Ahnung. Ja, aber das finde ich toll. Und dein Vater, wie gesagt, also der hat irgendwie, er leidet auch nicht gerade unter Minderwertigkeitskomplexen, habe ich an dem Abend gehört, oder? Nein. Es war also irgendwie auch eine gute Erscheinung und hier und da und zack und... Gut, war toll, war wirklich toll. Ich wusste gar nicht, dass du die Tochter bist. Und das ist auch so angenehm von deinen Eltern, dass sie sagen, unsere Tochter ist auch Schauspielerin. Und so, nein. Nein. Nix, ja. Ich war ja auch erst Schauspielerin und dann ist mein Vater erst in die Politik gegangen. Also wenn, könnte ich sagen, mein Vater ist jetzt auch in der ist dein Vater nicht dieser geile Oberbürgermeister? Ja, genau. Ja, genau. Das wäre eigentlich so ein Grund. Ich möchte nicht dauernd über meinen Vater sprechen. Genau. Ja, aber gut, es ist was anderes, wenn der Vater Klaus Kinski ist oder so. Ja, dann ist natürlich ein anderes. Ja, weil man die Filme kennt und immer gern gesehen hat und dann das. Ja, so. Du hast ein Projekt, das ein Benefizprojekt kann man nicht sagen, aber es hat schon ein Engagement, ja. Hintergrund, eine Wohltätigkeit in Haiti. Ja. Was ist das? Okay, darf ich drüber erzählen? Vor fünf Jahren war ich zum ersten Mal in Haiti. Ja. Und habe da die Organisation NPH kennengelernt und habe irgendwie zum ersten Mal, glaube ich, war ich in Slums und habe das alles gesehen und habe danach entschieden, ich möchte was machen und habe mit meiner Kollegin und Freundin Janine Reinhardt das Projekt Grüße Schulen. Bitte, Janine Reinhardt. Wie geht's ihr? Ihr geht's ganz gut. Ja, ja? Ganz gut. Ihr geht's, sie arbeitet sehr viel. Ah. Aber sie ist eifrig mit dabei nach wie vor. Ja. Und dann haben wir das Projekt Schulen für Haiti ins Leben gerufen und hatten die Idee, dass wir eben nicht Charity-Dinner machen, wo reiche Leute viel Geld spenden, was vielleicht lukrativer ist, sondern dass wir mit deutschen Schülern zusammenarbeiten, die Projekte machen und dann eben damit 2 Schulen in den Slums von Haiti finanzieren. Und wie organisiert ihr da Geld für so ein Projekt? Über die Schulen und über Privatspenden. Und mittlerweile haben wir einen Verein gegründet, Pen Paper Peace. Und es geht weiter. Und wie bist du häufiger da in Haiti? Ungefähr einmal im Jahr, im Oktober fahren wir wieder. Wie ist es da? Das muss doch schlimm sein nach dem Erdbeben. Und ja, wir waren ja schon vor dem Erdbeben da und waren auch kurz vor dem Erdbeben da. Und dann waren wir nach dem Erdbeben da. Das sah natürlich schlimmer aus. Aber es sah auch vorher schlimm aus. Also es war so ein bisschen, ich habe immer gedacht, na ja, die Leute sagen, es ist alles so, so schlimm. Aber es war auch vorher schon schlimm. Also, und es ist ja sozusagen der andere Teil der Dominikanischen Republik, ja? Ja. Dieselbe Insel, nur... Ja. Nur zwei ohne Länder. Bäume. Ja, ohne Bäume? Na, die haben alles abgeholzt damals. Das ist ganz schlimm. Deshalb sind auch, sobald jetzt ein Wirbelsturm kommt, flutet dort alles weg. Also, drücke ich dir sehr die Daumen, dass dieses Projekt erfolgreich für dich weiterläuft. Als Schauspielerin sowieso.
Danke. Und vielleicht ist es ja auch ein Einstieg gewesen in den internationalen Markt mit so einer Serie. Ich dachte jetzt in den klerikalen Bereich. Könnte auch sein. Habt ihr schon gehört? Der erste weibliche katholische Priester ist die Tochter vom Oberbürgermeister von Leipzig. Ja, religiös nicht so, aber der Vater hat sie reingequatscht. Das würde ich eigentlich mal gerne sehen, dein Vater mit dem Papst. Ja. Ich glaube, dass der Papst ganz schnell evangelisch wird, nur einfach sozusagen sagen, okay, und dann gehen wir noch um die Häuser. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst und bitte, herzliche Grüße an deine Eltern. Das mache ich. Sehr sympathisch und ich freue mich, wenn sie mich wieder einladen. Ja, das werden sie bestimmt. Alles Gute. Okay, Alissa Jung, meine Damen und Herren, hier im Krause am Dienstag. Ingo Lenzen und Musik José Schenks. Dankeschön, schönes Wochenende. Ciao.